The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if He came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Der Schlüssel zur Geschichte. Wächter, ist die Nacht bald hin? Der Wächter aber sprach: Wenn auch der Morgen kommt, so wird es doch Nacht bleiben. Wenn ihr fragen wollt, so kommt wieder und fragt. Ein Verständnis der Hoffnung auf das zweite Kommen Christi ist der Schlüssel zur gesamten folgenden Geschichte. Und es erklärt alle zukünftigen Lektionen. Die Stimme des echten Wächters sollte jetzt überall gehört werden. Auch wenn der Morgen kommt, so wird es doch Nacht bleiben. Die Posaune muss einen klaren Ton geben, denn wir stehen in der Vorbereitung auf den großen Tag des Herrn. Die Wahrheiten der Prophetie sind zusammengefügt. Und während wir sie studieren, bilden sie eine wunderbare Traube praktischer christlicher Wahrheit. Alle Ansprachen, die wir halten, sollen deutlich zeigen, dass wir auf das Kommen des Sohnes Gottes warten, darauf hinarbeiten und darum beten. Sein Kommen ist unsere Hoffnung. Diese Hoffnung soll in Zusammenhang mit allen unseren Worten und Taten, mit allen unseren Verbindungen und Beziehungen gebracht werden. Das zweite Kommen des Menschensohnes soll das wunderbarste Thema sein, das vor die Leute gebracht wird. Hier ist ein Thema, das aus unseren Ansprachen nicht ausgelassen werden sollte. Ewige Wirklichkeiten müssen dem geistigen Auge vorgeführt werden. Dann werden die Attraktionen der Welt als das erscheinen, was sie sind. Völlig wertlose Eitelkeiten. Was sollen wir mit den Eitelkeiten der Welt? Mit ihrem Lob, ihrem Reichtum, ihren Ehren und ihren Freuden anfangen? Wir sind Pilger und Fremdlinge, die auf die selige Hoffnung, das glorreiche Erscheinen unseres Herrn und Erlösers, Jesus Christus, warten, hoffen und darum beten. Wenn wir dies glauben und es in unser praktisches Leben hineinnehmen, zu welch kraftvollem Handeln würde dieser Glaube und diese Hoffnung anregen, zu welch brennender Liebe füreinander, zu welch sorgfältigem, heiligem Leben zur Ehre Gottes. Und welch klare Trennungslinie würde im Hinblick auf den Empfang der Belohnung zwischen uns und der Welt sichtbar werden. Die Wahrheit, dass Jesus Christus kommen wird, sollte jedem Menschen vor Augen gehalten werden. The Lord is coming. Are you ready?